Herzlich willkommen, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer, zum großen Hyper Naked Bike Vergleich 2021 auf der Rennstrecke. Denn so ein Hyper Naked Bike vom Schlager der Triumph Speed Triple 1200 RS mit seinen 180 PS kann grundsätzlich fast alles, kann alles unglaublich gut eigentlich, muss man sagen, muss aber eben auch auf der Rennstrecke zeigen, was es kann, und das im Vergleich mit vier anderen Hyper Naked Bikes. Und ja, das haben wir für euch getestet, wir fünf, bleibt's dran. Die anderen vier lasse ich eh gleich zu Wort kommen. Ich möchte nur jetzt einmal vorwegnehmen, dass die neue Speed Triple 1200 RS irgendwie schon meine Favoritin ist. Hier auf der Rennstrecke, hier ein paar neue Pannonia-Ring, Entschuldigung, schon wieder. Am Pannonia-Ring, weil die Aprilia ist großartig, irgendwie am meisten noch das Renngerät, aber die Triumph einerseits unaufgeregt, überfordert mich nicht, aber trotzdem stark genug, kann richtig einfach Spaß machen. Der Motor eben jetzt mit 180 PS, die Vorgänger hatte ja noch 150, der reißt schon schön an, aber eben sehr linear, angenehm. Typisches Dreizylinder-Röhren taugt mir auch sehr. Bremsen, okay, lasse ich gelten, lasse ich durchgehen, sind eh alle nicht schlecht. Aber das Fahrwerk ist für mich auch so eine Sache, großartig. Nichts elektronisch verstellbar, aber Öl ins vorne, hinten und wirklich echt leiwand gemacht. Und ich habe das Gott sei Dank auch schon gesagt, bist narrisch auf der Triumph, das Fahrwerk ist super, weil Martin Bauer hat sie sich vorgeknöpft und hat da ein bisschen was gemacht. Zum Glück habe ich das vorher schon gesagt, sonst hätten alle wieder gesagt, nicht, du sagst nur, weil du weißt, dass der Bauer da was gemacht hat. Nein, ein rundum sehr ausgewogenes Bike, auch für die Rennstrecke. Und jetzt lasse ich einmal da wen zu Wort kommen, die schauen da irgendwas anderes. Der Tibor macht da irgendwelche Stunts daneben im Radl. Ey, Leon, ich würde gerne weiter zuschauen, muss aber jetzt was hakeln. Zocko! Puh, Entschuldigung. Zonko chörtelt her. Du, mein Lieber, Triumph Speed Triple 1200 RS, ja. Ganz neu für heuer. Auf der Landstraße haben wir es ja schon gehabt und jetzt auf der Rennstrecke wird es gefunden. Ja, du, es war erstaunlich. Das war eigentlich für mich die größte Überraschung, weil ich auf der Landstraße bin ein bisschen enttäuscht gewesen. Da habe ich mir so wahnsinnig viel erwartet und dann hat es mir auf der Landstraße immer gedacht, nein, weiß ich nicht, das ist Fahrwerk ein bisschen zu ungut angesprochen und hat mich nicht vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen, und so ein paar so Feinigkeiten. Und jetzt bin ich dort rausgefahren damit und habe mir gedacht, normalerweise ist irgendwas, das auf der Landstraße nicht super fährt, auf der Rennstrecke noch schlechter. Und das ist jetzt aber auf der Rennstrecke gefahren, brillant. Es ist wirklich brillant gefahren und ich habe mich dann erkundigt, der Martin Bauer hat das Fahrwerk eingestellt. Das ist ein Wahnsinn, wenn das ein Typ einstellt, der sich auskennt. Das ist wirklich irre. Und ich bin dort rausgefahren und jetzt kann ich nicht sagen, dass das die Triumph Speed Triple RS irgendetwas ganz besonders gut kann. Das wäre mir nicht aufgefallen. Aber es ist mir überhaupt nichts negativ aufgefallen und ich bin gefahren na, wie ein kleiner Gott. Ich bin wahnsinnig gut zurechtgekommen, ich war wirklich schnell. Und es hat alles wirklich spielerisch funktioniert. Nicht so, dass du jetzt denkst, Alter, so wie zum Beispiel der Motor von der Ducati, wo das ist einfach so was ganz, ganz Mörderisches. Das ist einfach ein wahnsinnig schönes, stimmiges Gesamtpaket, wo ich vom Fleck weg wirklich gut damit zurechtgekommen bin. Und ich bin dort in der gelben Gruppe gefahren. Ich war schnell. Ich war wirklich schnell. Habe etliche Supersportler hab ich herrichten können. Natürlich die langsamste Gruppe. Die zweitschnellste sogar. Ein Spaß. Ja, aber naja, das ist ja locker möglich. Das wäre locker möglich gewesen, aber es waren tatsächlich, es waren schon Leute, die fahren haben können, nur es war einfach
schnell zu fahren mit dem Ding. Und ich war wirklich, und ich war dann auch, habe mir gedacht, na, das freut mich jetzt eh wahnsinnig für Triumph, weil wenn man so ein Motorradl bringt, mit so einer Revolution, mehr oder weniger, zum Vorgänger, dann wäre es natürlich super, wenn das dann auch super performt und auf der Straße ist mir das nicht so vorkommen und jetzt auf der Rennstrecke war es ein Traum. Also, erlaubst du mir, dass ich das, was du sagst, zusammenfasse, es hat dir an nichts gefehlt? Ja, genau. Bravo, Fauli. Ich hab ihm nämlich zugehört. Ich höre ihm nicht oft zu. Danke, Gonzo. Ah, Entschuldigung, schon wieder falsch. Wen hole ich mir jetzt? Ich hole meinen Tibor. Ja, ein bisschen überrascht. Den ungarischen Deutschen. Lieber Tibor. Da steht er, mein Favorit. Es ist wirklich so. Bei mir jetzt auch. Das kann nicht sein. So lustig. Das kann nicht sein. Wirklich. Ja, pass auf, ja. Ich sag dir jetzt auch warum. Ich finde die Sitzposition super, gut. Okay. Aber die Leistungsentfaltung, und zwar für meine Fahrweise, ich bin kein Profi, ich bin in manchen Runden, in manchen Kurven ein bisschen eckig, dann vielleicht ein bisschen zu viel Bremse. Das ist von allem das ausgeglichenste und für mich das schönste runde Fahren. Und ich meine, dass ich damit für mich am schnellsten war. Ja, ich kann jetzt einfach nur sagen, ich verstehe voll, was du meinst. Ich verstehe alles, was du meinst. Ich habe jetzt nur überlegt, weil der Motor an sich mit 180 PS ist jetzt ja nicht der Overkill. Also wir haben da eine mit über 200 PS, aber der ist halt so linear, gell? Der ist so leer und dreht trotzdem schön. Ist so ein Dreizylinder, verbindet eh immer diese Vorteile der Welten. Zwei- und Vierzylinder, das ist halt da wirklich dazwischen. Dreht höher, hat aber schon Schmalz unten, wo man es auf der Rennstrecke manchmal halt auch braucht. Ne? Gebe ich dir recht. Ja, weil wir halt nicht die Profi-Rennfahrer sind. Ja. Und als wir noch auf der Landstraße waren, da war es natürlich nicht mein Favorit, da war die KTM mein Favorit. Aber jetzt ist genau das. Jetzt hatte ich natürlich, weil ich die gefahren bin und als drittes Motorrad, hatte ich gedacht, oh, da kommt ja noch die BMW und die ist ja leistungsmäßig die Schwächste. Die fand ich jetzt aber nicht so gut. Also das ist wirklich mein Highlight, wie du sagst, die 180 PS reichen dicke. Du hast 1200 Kubik, hey, da ist auch untenrum was da, aber die braucht ein bisschen Drehzahl und das ist das, was mir taugt, um eben mit diesem, wie man es sagt, Stützgas durch die... Das macht mich nicht nervös. Vorhin haben wir gerade gesprochen, als ich dich interviewt hatte, wegen der KTM, dieses aggressive, agile, das ist es nicht und genau deswegen ist es meine Wahl. Das Einzige, was ich ihr angreifen muss, ist, sie steigt sehr schnell hoch, aber ich glaube fast, es gibt ja Elektronik auf diesem Motorrad en masse. Du wirst sicher die Wheelie Control so einstellen können, dass du nicht so aufsteigst. Da hast du vollkommen recht, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, richtig. Und wir sagen es auch immer wieder, bitte geht's mit eurem Motorrad zum Spezialisten, zu dem Partner eures Vertrauens. Geht es mit einem durch, ob es der beste Freund ist oder was auch immer. Nehmt euch Zeit für das Fahrwerk und jetzt auch für die Elektronik und dann hat man damit richtig Spaß. Muss man halt schon machen, ja? Genau. Tibor, danke. Du wirst ausgetauscht gegen den Zweirad-Profi Power. Alex Power, hey, nicht schmäffchen, würde der Nils sagen. Ja, nicht schmäffchen, komm her. Es geht darum, dass wir halt jetzt über die Triumph, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, da steht eine Triumph. Und das ist halt so ein schon unaufgeregtes Radl, Tibor und meine Favoritin sogar, lustigerweise, einfach weil man befindet, dass es ein rundum lauerndes Paket ist. Ist jetzt bei solchen Radeln, wenn man da so einen Trackday macht, was ja mit dem super möglich ist, ein Reifenwärmer ein Thema. Wir haben nämlich, muss ich, Entschuldigung, vorher noch erwähnen, Einheitsbereifung auf allen Fünfen, den Pirelli Diablo, wie heißt der? Super Corsa SP. Pirelli Diablo Super Corsa SP. Und das ist ja schon ein recht sportlicher Reifen. Wäre da nicht irgendwie schlauer Reifen, wenn man drauf zu haben? Wäre natürlich möglich, wenn du sagst, überhaupt, ob man mit diesem Bike mit Reifen, wenn man fährt, ja, es gibt Leute, die es machen, aber nicht mit diesen Reifen. Weil dieser Reifen, der SP, ist ein super Rennstreckenreifen. Okay. Und mit dem kann man auch auf Achse herkommen, solange es nicht renkt. Und dann hier super fahren. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, ich will mit diesem Bike, was absolut möglich ist, wirklich mit Reifenwärmer fahren, sollte man andere Reifen nehmen, wie Slicks oder in dem Fall bei den Supercorsa SC auch profiliert, wo es dann verschiedene Mischungen gibt. Das heißt, du sagst das so, weil der SP ohnehin so eine schnelle Aufwärmphase hat. Ganz genau, ja, vollkommen richtig. Weil er halt auch auf der Straße funktioniert. Ganz genau, ja. Danke, Alex. Ja, bitte. Ich muss dich austauschen, obwohl ich dich irrsinnig fesch finde mit der Geht's weg? Das ist alles auf Kamera. Unfassbar. Was führt auf? Klausi! Der Klausi.
Klaus Maus, hat er mal gesagt, hat er sich früher selber genannt, Klaus Maus, gell? Bist aber nicht so gut bei den Frauen angekommen, dann hast du es umgenannt auf Maus Klaus. Ja, wurscht. Ja. Jedenfalls. Du siehst, da haben wir eine Engländerin. Ist leihend, oder? Ja, durchaus. Was man bei dem Motorrad auffällt, damit man mal bei der Sache... Jetzt kommt sicher ganz viel Negatives. Nein, Entschuldigung. Das ganz Gute. Wir haben verschiedene Motorräder im Vergleich gehabt. Und da ist jetzt der Öhlins-Fahrwerk drin, sozusagen herkömmlich, ohne Elektronik. Und auch das funktioniert nämlich super. Und das heißt wiederum, beides ist möglich und alles funktioniert. Das taugt mir voll. Ich hätte echt erwartet, dass du wieder mal anfängst beim anderen, oder? Das Elektronik-Grafik, das braucht ja keiner. Das ist ja Blödsinn. Jetzt sagst du auch nicht mehr so, gell? Es ist schon gut, aber das taugt auch. Nein, wobei ist, ich auch sage. Es ist halt einfach, wie wir sagen, augenfällig. Einmal mit dem und einmal mit dem Motor fährst, dann siehst du eben einen Unterschied oder eben keinen. Und in dem Fall muss man wirklich sagen, es funktioniert beides hervorragend, nämlich in der Serienabstimmung. Wir haben in der Abstimmung sehr wenig Gender für drei Strecken. Funktioniert super. Ich meine, die 1200er Triumph oder war für mich eins für die eigentlich Landstraßen-Favoritenraum. Der Bauer hat sich's vorher geknüpft, das Fahrwerk, und das hat er natürlich schon besser gemacht. Ja, okay, das war. Das aber man muss auch sagen, unter den Voraussetzungen, die das Fahrwerk hergeben. Er hat jetzt nichts irgendwie andere Sachen montiert. Nein, das Fahrwerk ist original und er hat sich's halt vorgeknüpft. Aber soll ich noch irgendwas kritisieren? Kannst. Also ich hätte dich jetzt einfach noch zum Abschluss gefragt, findest du das gut für die Rennstrecken? Ich finde es nicht schlecht für die Rennstrecken, aber wie gesagt, da war mir ein anderes Motor lieber. Es funktioniert okay. Bis zu einem gewissen Grad super gut. Ich sage die Triumph eher auf der sportlichen Landstraßenseite. Ne? Okay. Danke, Klauschen. Super, gut gemacht. Max, letzter. Sonst sagt immer, erster, fertig, jetzt ist er der Letzte. Ich muss auch im Übrigen sagen, jetzt der Klaus ist gerade weggegangen und wir zwei, die Braven, die noch mit der Lederkombi da herumkreuen, sozusagen, die haben sich zwei schon umgezogen. Ne? Meine Freundin lacht immer, aber ich sage, im Leder bin ich am schönsten, also das passt super. Also in der Lederkombi. Also Entschuldigung, dass ich jetzt auch lache, zusätzlich zur Freundin. Nein, sag einmal, die Engländerin, findest du die für die Rennstrecke geeignet? Ich bin sie auf dem Red Bull Ring bei unseren letzten Track Days schon gefahren und war da eigentlich sehr begeistert, weil auf der Landstraße, das habe ich damals schon gesagt, da gibt es ein Testvideo, das kommt jetzt in Kürze online, habe ich schon gesagt, auf der Landstraße hat sie mich nicht so begeistert, auf der Rennstrecke aber umso mehr, weil sie in Sachen Präzision, Ergonomie, Wohlfühlfaktor, Gasannahme, das ist alles auf einem wahnsinnig lebenden, zugänglichen Mittelmaß. Aber im positivsten Sinne. Also das ist ein Motorrad, wo du auch jeden draufsetzen kannst und jeder wird einigermaßen auf der Rennstrecke zurechtkommen. Ganz wichtig ist das Fahrwerk anpassen. Das hat uns der Martin Bauer am Red Bull Ring schon gemacht. Das ist das gleiche Setup, das wir jetzt hier fahren. Damit hat es funktioniert, das war für mich wichtig. Aber du hast eine performante Bremse, die hier am Pannonia-Ring auch nicht so in die Bredouille kommt. Am Red Bull Ring hatte ich echt zu kämpfen, dass man ja quasi einen Zentimeter mehr Hebelweg hatte nach drei Runden, was natürlich jetzt nicht so wünschenswert ist, aber hier am Pannonia-Ring heute wirklich, wirklich top. Und ansonsten die technischen Spielereien, es gibt halt da den Track-Mode, ja. Und du kannst den Track-Mode rein und hast ein paar Einstellmöglichkeiten, aber du kannst jetzt nicht so wie bei der Aprilia oder bei der Ducati diese riesen Liste an Optionen, wo du Hagerl und neun verschiedene Setup-Möglichkeiten hast. Das gibt's halt da nicht. Aber dieser Track-Mode, das funktioniert. Ich habe mich wohl gefühlt. Quickshifter mit Blipper, erstklassig, richtig leibend. Und in Summe einfach wirklich, wie ich schon vorher gesagt habe, ein harmonisches Gesamtpaket. Und was mich hier auch im direkten Vergleich wieder so gefreut hat, weil der Pannonia-Ring doch aus engen so zweite Gangkurven, wo du da rausfeuerst, da werden andere Bikes oft unruhig. Ja? Und bei der KTM und auch bei der Ducati Street Fighter, da kommt halt dann die Front und auch bei der BMW ist mir das so aufgefallen. Aber bei der Triumph ist es auch hier harmonisch dosierbar und dadurch ist das Fahrzeug eben zugänglich und gleichzeitig präzise. Also die Aprilia Tuono und die Triumph waren sich da vom Charakter fast am ähnlichsten, würde ich noch sagen. Das heißt, das ist alles wirklich stabil, aber dennoch handlich. Und du kannst es präzise um den Radius zirkeln. Während du halt zum Beispiel mit einer Super Duke sicher deutlich mehr kämpfst einfach. Ja. Danke, Max. Ja. Danke. Also klingt alles plausibel. Danke dir. Ich komme zum Ende. Ich kann euch nur bitten, oder ich muss euch bitten, auch die anderen Videos dieser Reihe zu schauen, so und so alle auf unserem YouTube-Kanal. Aber wir haben eben, wie schon gesagt, die Aprilia Tuono V4 Factory gehabt. Wir haben die KTM 1290 Super Duke R. Wir haben die BMW S1000R und die Ducati Street Fighter V4S und eben diese schöne Britin, alle ausgestattet mit dem Pirelli Super Corsa SP. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Schaut euch die anderen gefälligst an. Danke und tschüssi!